6 Uhr morgens in Gelsenkirchen-Horst. Und Hartz-IV-Empfängerin Jenny ist schon auf den Beinen. Während Ehemann Dirk noch schläft, bereitet sich die 39-Jährige auf ihren ersten Arbeitstag in einem Supermarkt vor. Sie ist dort vor kurzem als Einlasskontrolleurin eingestellt worden. Rennst du mir gleich vor die Füße? Ich schwöre, ich spiele mit dir Fußball. So ein richtiger Miau-Fußball, ja? Wie groß ist deine Vorfreude auf den Job? Sehr, ich weiß nur, niemand hat mich da erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber schreiben, ausschreiben kann man ja viel. Ich bin zwar für die Sicherheit, also den Einlass, dass halt die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, angehalten und eingestellt. Aber ich weiß nicht, was mich allgemein erwartet. Davor habe ich am meisten Angst. Ich habe Angst, dass diese nervigen, gestressten Kunden vorne keinen Einkaufswagen mehr abkriegen und ich dann sagen muss, passt auf, ihr müsst warten. Und dass sich das wirklich um Stunden da dreht und dann wirklich auch eine harte Zeit ist. Für Jenny ist der Aushilfsjob im Supermarkt ein Sprung ins kalte Wasser, besonders was den Kundenkontakt angeht. Mal schauen, was auf mich zukommt. Die Langzeitarbeitslose hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Putzjobs, kann aber wegen Knieproblemen nicht mehr als Reinigungskraft arbeiten. Aber was sein muss, muss sein. Wie gesagt, ich freue mich, dass Geld reinkommt, dass ich selber sagen kann, ich kann ein bisschen selbst erarbeiten. Ja. Ich konnte erst gar nicht schlafen, weil ich total aufgeregt war. Und dann, wie das halt bei manchen Frauen ist, um eine gewisse Uhrzeit müssen die morgens halt zur Toilette Pipi machen erstmal. Und dadurch bin ich wach geworden. Mein Stundenzettel, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Kann ja sein, dass ich irgendwo eine Ecke habe, wo ich den mit hinlegen kann, dass der die Woche da bleibt oder mitnehmen muss wieder, keine Ahnung. Die werde ich auch mal notfalls mitnehmen. Man weiß ja nie, was da, ob die von dem Supermarkt, wo ich aufpasse, lieber das möchten oder lieber die andere Maske möchten. Werde ich mal erfragen. Weil sonst macht das ja ein schlechtes Bild in puncto Hygienemaßnahmen, ne? Um bei ihrem Arbeitgeber einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, will die 39-Jährige für alles gewappnet sein und packt lieber zu viel als zu wenig ein. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block. Während sich Hartz-IV-Empfängerin Jenny für ihren ersten Einsatz als Einlasskontrolleurin in einem Supermarkt fertig macht, liegt Ehemann Dirk wie immer noch in den Federn. Aber der gelernte Dachdecker hat im Gegensatz zu seiner Frau auch nichts Wichtiges vor. Ey, oh. Euro liegt da wegen Hülsen, ne? Ach so. Ja, wann kann ich... Willst du mir jetzt... Ey, du hast doch echt eine Bremse. Dann brauchst du 500 Jahre, um dich anzuziehen, ein bisschen am Rummeckern. Nee, bin ich am Rücken. Ja, ja. Außerdem waren die Banken sind ja das Fenster auf. Ist auf. Scheiße, Theodor Ranzer kaputt. Bock, 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 bock. Wenn ich Pause habe, schreibe ich dir, ne? An ein Leben ohne Hartz IV können sich Jenny und ihr Mann kaum erinnern. Die beiden sind seit 18 Jahren vom Amt abhängig. Als Bedarfsgemeinschaft haben sie etwa 500 Euro im Monat zum Leben. Ja, jetzt geht's zum Bus. Da braucht die alte Frau eine Bank.
Ja, jetzt geht das los und man hat trotzdem noch im Bus geschafft. Jenny ist es sehr wichtig, beim Arbeitgeber durch Pünktlichkeit aufzufallen. Der 39-Jährigen war zuletzt die Decke auf den Kopf gefallen und ihr fehlte eine Aufgabe. Jetzt bleibt zu hoffen, dass ihr der Aushilfsjob auch gefällt und ein Sprungbrett für eine Zukunft ohne Hartz IV ist. Auch für Nico aus Gelsenkirchen-Hassel fängt der Tag früh an. Der Hartz-IV-Empfänger ist wegen des Handels mit Betäubungsmitteln 3 Jahre auf Bewährung und muss 150 Sozialstunden ableisten. Und? Wann musst du los? Weißt du das schon? Oh, gar keinen Bock. Knapp eine halbe Stunde muss ich los. Ich muss mich noch fertig machen. Mann, ich bin voll im Arsch. Kaffee wirkt auch nicht. Du siehst irgendwie so verknuddelt aus. Ich fühle mich auch verknuddelt. Also, heute steht an, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zur Tiertafel hin. Ich muss gleich meine Stunden noch ein bisschen wegkloppen. Ich war jetzt noch nicht ganz so oft da. Keine Ahnung, muss ich auf den Stundenzettel gucken, wie oft ich schon da war. Leider Gottes war mein Problem, ich hatte anfangs ein bisschen finanzielle Probleme. Ich hatte kein Ticket und so. Und deswegen habe ich noch nicht so viele Stunden abgeleistet. Aber ich würde so sagen, zwischen 10 und 15 Mal war ich schon da. Also so, und dann im Schnitt von 3, 4, 5 Stunden. Deswegen, also das ist immer so eine Schnittsache. Ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, wie viel. Wie gesagt, eben, da müsste ich auf den Stundenzettel schauen. Nico und Jenny kommen ursprünglich aus Recklinghausen. Dort lernten sie sich vor über 2 Jahren an der Volkshochschule kennen und sind seitdem ein Paar. Ich weiß, heute zum Beispiel wird richtig, richtig viel. Richtig, richtig viel. Also wir kriegen heute neue Futterspenden bis zum geht nicht mehr. Irgendwas mit dem großen Online-Lager. Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal hin heute. Also heute wird es richtig, richtig stressig. Also wenn er die Sozialstunden nicht ableistet, wird er weggesperrt. Punkt. Kurz und knapp. Dafür ist ja die Bewährung und die Sozialstunden. Und das ist ja dann, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wenn man die nicht macht, ist ja auch wieder Bewährungswiderruf Anzeige. Nennt ja, sich genau. Das. Das ist Bewährungswiderruf und bei Bewährungswiderruf droht Haft. Und zwar die Haftstrafe, die mir aufgebrummt worden ist am Anfang. Ja, genau. Nämlich 2 Jahre auf 3 Jahre Bewährungszeit. Deswegen, ich muss jetzt 3 Jahre muss ich jetzt die Füße stillhalten. Damit nichts passiert. Auch wenn ich sowas haben würde, wie dass die mich komplett abmelden, weil ich mich dann nicht mehr melde oder so, droht mir auch Haft. Und da gibt es auch keinen zweiten Weg mehr, sondern das ist jetzt hier die letzte Chance. Zumal der 29-Jährige seine Zukunftspläne nicht aufs Spiel setzen will. Nico hat bereits die Zusage für eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker. Ich bin so müde. Glaube ich dir. Die größte Motivation ist, nicht wieder in den Knast zu müssen. Vor 5 Jahren saß Nico bereits 1 Jahr hinter Gittern. Damals hat er nach der Verurteilung wegen Körperverletzung seine Sozialstunden geschwänzt. Jetzt für mich die Stunden mal angehen? Bitte. Gar keinen Bock. Mach ich mich vom Acker. Ist jetzt nicht passiert. Scheiße. Ist das so, oder? Ja, wenn sich putzt das jetzt sauber, wenn du was umschüttest oder was? Nee, ich hab, weil du da standest, deswegen habe ich gedacht, dass du das vielleicht einmal wegmachen könntest. Bis noch einmal länger. In Bremerhaven-Lea Heide an der Nordsee lebt die 38-jährige Franzi mit ihrem 13 Jahre jüngeren Freund Felix. Während Franzis Kinder in der Schule und im Kindergarten sind, kümmern sich die Hartz-IV-Empfänger um den Haushalt und die Tagesplanung. Was machen wir heute? Wir werden gleich jetzt erstmal die Wäsche abhängen, machen wir eben zusammen, legen es auf dem Sofa, weil wir es nachher dann
verordnen in die Schränke. Denn Schuhe anziehen und Simon abholen. Einen Kürbis brauchen wir noch, den wir dann mit den Kindern schön verzieren können. Eine gute Idee wäre natürlich auch noch ein bisschen spazieren gehen, Blätter sammeln. Faden habe ich auch, dann kann man so aus Blätter vielleicht eine kleine Girlande machen oder so. Ne? Und den Kindern erklären, was der Herbst eigentlich so bedeutet und was die Natur so hergibt, die bunten Farben im Herbst. Dann machen wir das. Das ist eine schöne Idee. Na, Schuhe ziehe ich nachher Wäsche an. Gut, alles klar. Ich schlüpfe da nur so rein. Und dann können wir die Mülltüte noch mit runternehmen. Yay. So. Und wenn wir schon dabei sind. Willst du gerade zusammenlegen, oder? Nein, nein. Nur, dass das nicht so müllig aussieht auf dem Sofa. Weißt du, wie ich meine? Du hebst ab und knickst es einfach einmal so. Genau. Weil richtig zusammengelegt werden muss es ja sowieso. Wir machen eigentlich grundsätzlich tatsächlich immer alles zusammen. Ein Raum zusammen, dass das schneller geht. Weil wir haben ja natürlich auch einen gewissen Zeitraum, bis die Kinder nach Hause kommen. Und bis dahin muss das tatsächlich fertig sein. Franzi und Felix haben sich übers Internet kennengelernt und sind nun schon seit 2,5 Jahren ein Paar. Der große Altersunterschied hat die beiden nie gestört. Wir streiten uns tatsächlich fast gar nicht. Es gibt Diskussionen, was den Haushalt betrifft, aber streiten an sich, nö. Also, ich bin zwar die Oberzicke, wie mein Mann immer so gerne sagt, aber gestritten jetzt so gravierend, n-n. Wer war an meine Sachen bei? Welche? Meine. Welche waren deine? Oben, wo pink ist. Okay, das war ich. Warum? Weil ich mir heute Morgen Pulli nehmen wollte, aber du keinen hattest. Aha. Finde ich voll unkorrekt. Das ist dann mir pack bitte das wieder vernünftig hin. Ich ignoriere es einfach. Und dann lasse ich ihr ihre 5 Minuten halt rumzicken. Dann ist das Ganze auch wieder geregelt. Und dann ist sie wieder ganz normal. Bis zum nächsten Punkt, wo sie wieder was zum Rumzicken hat. Ich bin des Öfteren mal durch Termine länger unterwegs. Und dann denke ich mir natürlich, ich komme nach Hause, kann abschalten. Stattdessen, er hat aufgeräumt, gar keine Frage, aber nicht so, wie ich aufräume. Und dann räume ich doch noch auf und dann bin ich wütend, weil ich nicht abschalten kann oder sonstiges. Und so muss er mit dran glauben. Und dann räumen wir dann noch mal zusammen mit auf, ne? Das ist richtig, ja. Ja, weil wenn er nicht zu dem Teil, also ich komme nicht auf den Punkt, wo sie sagt, okay, das ist in Ordnung für mich, das lassen wir so. Ja. Weil sie immer irgendwas zu meckern hat. Sie ist eine kleine Zicke und das wird sie auch immer bleiben. Ja. So. Das ist so, weil wenn er den ganzen Tag unterwegs ist, er kommt nach Hause, es ist Mittagessen fertig, die Wohnung ist sauber und irgendwie verlange ich das natürlich auch. So, und du beeilst dich mal ein bisschen. Ja, ich muss noch auf Toilette, bitte. Dann bitte. Danke. Auch wenn Felix seine Liebste eine kleine Zicke nennt, die beiden sind glücklich miteinander und wollen auch irgendwann den nächsten Schritt wagen und heiraten.